Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Sonntagsnachmittagsausgabe von Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map in der Version 2.0 ohne Gräben. Habe ich heute Morgen wieder 1.9 gesagt. Neulich habe ich dann immer 1.9 gesagt statt 2.0, so ein Schwachsinn natürlich. Ja. Wie dem auch sei, wir sind also fleißig dabei. Sachen zu verkaufen, Ballen zu pressen, Ballen zu sammeln, ja. Und ich will jetzt einfach mal hier Pellets verticken. Glaube ich habe hier noch, so viel habe ich hier gar nicht drin. Dachte, das wäre voll. Egal. Hauen wir alle weg. Was sollen wir mit Pellets? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel hier reinpassen. Wie viel sind drin? 9. Na gut. Lohnt sich ja nicht mal. So. Leer. Jetzt nochmal auf dem Anhänger. Und fertig. Wo kriegen wir die meiste Kohle für Pellets? Beim Strohkraftwerk da oben. Na gut. Dann fahren wir zum Strohkraftwerk. Das ist ja kein Problem. Das ist ja nicht so weit. So, das hier war mein Hackschnitzellager, ne? Richtig? War doch so, ne? Kann hier Hackschnitzel direkt lagern, oder wie war das? Ach, ich fahr falsch. Ich hätte andersrum fahren müssen. Ich mich das auf. Naja, egal. Die andere Richtung abbiegen müssen, dann wäre ich direkt auf der Straße gewesen, wieder hochführen. Aber so ist auch kein so großer Umweg. Da vorne ist es ja schon das Strohkraftwerk. Einnahmen von der BGA. Na lange. Dann haben wir auch die 7-Millionen-Grenze geknackt. Und hier liegt ja noch einiges an Silage. Was ist denn hiermit? Sind die nicht im Trigger oder was ist damit? Das ist ja was. Muss ich mich jetzt ja erstmal drum kümmern. Nein, jetzt habe ich das wieder. Das kann ich wieder nicht fahren und so, ne? Doch. Kann ich. Mal gucken, wie weit wir abladen können. Wie weit das rüber kann.
ist ja ein unerwartetes. Das ist unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken, wie viel wir denn allein dadurch kriegen. Wenn wir die jetzt auch noch alle verkaufen, wenn wir die jetzt mal alle in den Trigger reinfahren. Unglaublich hier. Ja, wird aber ja verkauft. Das ist doch schön. Achso, wir können jetzt erstmal uns hier jetzt gleich weiter festfahren. Drehen wir gerne mal um. Irgendwie greifen meine Tasten nicht mehr so, wie sie sollen. Da wollte ich aber auch gar nicht hin. Und da wollte ich auch nicht hin. Leer? Nee, nicht leer. Holen wir erst da noch welche ab und dann aus dem anderen Stall. Es wird voller. So, 13 Stück. Dann kümmern wir uns mal um den anderen. Hier nicht sowas wie Autoload oder so? Nein, bei dem nicht. Was haben wir denn dann noch? Der gleich voll ist. 62, anderthalb Fahrten noch. Also zwei Fahrten noch, dann ist der auch leer. Sehr schön. Gut. Und wir fahren jetzt auch zum Schlachter. Und holen da nämlich schön die Paletten ab. Mal gucken, gibt es für irgendwas da
Sahne haben wir nicht. Speiseöl bei McDonald's, aber haben wir auch nicht. Fleisch bei McDonald's, aber ist auch nicht so ein guter Preis. Naja, bringen wir erstmal alles ins Lager. Ist in der Big M so schnell unterwegs. Keine. Man weiß es nicht. Genau eine Lage, das ist genau eine Lage. Mann, Mann, Mann. Weißt du, dass du da rum musst? Aber da kann ich jetzt im Moment erstmal gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Wir fahren jetzt mal hier beim Gasthof zum Goldenen M vorbei und bringen die Sachen ins Kühlhaus. Jetzt mal einlagern. Unser Geld läuft ja immer noch fleißig nach oben. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das läuft alles. Muss mal Trailer verkaufen demnächst. Ja, ihr hört's. Zeit ist wieder um. Ich mach das also auch nicht, weil ich keine Lust habe, irgendwie längere Folgen zu machen. Ich mach das so nur, weil die Erfahrung eh zeigt, dass die Folgen gar nicht so lange geguckt werden.
Und ja, deshalb habe ich mir dann irgendwann mal hier einen Timer gesetzt. So. Warum auch immer ich jetzt hier zwei Fahrzeuge stehen habe. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Und ja, morgen gibt es wieder ganz normal um 10 Uhr eine Ausgabe. Und am nächsten Wochenende gibt es auch wieder Livestreams, die es ja dieses Wochenende nicht gab, weil ich nicht da war. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und sage ciao.